So, er was? Was? Oh, wir haben vergessen, die Tür zuzumachen. Ich bin tot. Nein. Ich bin umgefallen. Locked and loaded und herzlich willkommen zurück. Lang, lang ist her. Wir spielen wieder DayZ. Mit dabei sind Katsumida, die das erste Mal heute mit aufnimmt. Hallo. Die Fizzy. Hi. Und zu guter Letzt Atromix. Wo ist er? Da ist er. Hallöchen. Hey. Also endlich mal vier Leute. Und ihr seht, wir haben alle so einen bescheuerten Reifen in der Hand. Lustige Geschichte. Wahre Geschichte. Wir hatten in der letzten Folge... Ja, da komme ich auch gleich zu. Wir haben beim... Wo wir uns finden wollten und vorbereiten auf diese Let's Play wollten... Haltet die Klappe! Haben wir ein Auto gefunden. Das haben wir auch relativ gut hingekriegt. Und während wir das Auto quasi zurechtfinden wollten, bin ich gestorben. Die haben mein Fleisch gegessen. Und deswegen heulen die jetzt auch alle. Und ja, das Auto ist natürlich weg durch den Server-Restart. Und ja, jetzt sind wir hier in Berezino. Und wir haben vorhin einen Schuss in unsere Richtung bemerkt. Beziehungsweise ich habe den bemerkt, die anderen natürlich wieder nicht. Und ein Zombie ist auf uns getriggert und wir sind jetzt hier in einer Garage. Ja, das ist so kurz gefasst die Vorgeschichte und ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal links aus der Tür raus und rennen in die nächste Stadt. Ja, links ist der Zombie. Nein, der ist hinter uns. Der ist direkt hinter Atromix jetzt. Da, also da, oder hinter dem Fenster. Kannst du vielleicht nicht sehen, nicht so. Okay, ich würde sagen, das war das Team Overlay. Ladies first, und da die einzige Lady hier Katsumina ist, los jetzt. Wieso sneake ich jetzt? Achso. Zweimal Steuerung. Okay, los geht's. Ist egal, es geht los. Darüber hinaus ist am Nordwest-Airfield PvP-Gebiet. Und wir haben zwei Spieler, die uns offensichtlich jagen wollen auf dem Server. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und ja, dann würde ich sagen, so kann es eigentlich gut losgehen. Oder gut weitergehen nach zwei Monaten DayZ-Pause, glaube ich, bei mir. Ich glaube, zwei Monate hat DayZ Pause gemacht. Leg ich mich hin. Ja, leg dich hin, das ist das Gute, Beste, was du machen kannst. Jetzt kotzt die da auch noch hin. Bist du sick? Boah, du bist voll grau. Ja. Ich bin sick, nein. Haben wir nicht noch... Dann müssen wir uns jetzt ganz beeilen, sie muss nämlich da hinten in die Scheu-Dingsbums zum Grund. Ja. Weil ansonsten... Toll. Ich bin gerade am überlegen, was noch im First Aid Kit ist, aber das ist glaube ich nicht. Hast du noch Trinken? Warte mal, wir aktualisieren mal eben. Ja, dann trink mal. Das sind jetzt drei Spieler, die uns eventuell jagen könnten. Ach cool. Lass uns mal irgendwo hinstellen, wo ich mich hier eben verstecken kann irgendwo. Ja, hier die Baumreihe. Dann trink mal schnell. Ja, ich hoffe, ich mal lieber hin. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann trinke ich mal was. Bin die Einzige, die immer vergisst, wo die Taste dafür ist. Ich muss auch mal jedes Mal überlegen. Ja, komm, ich bin komplett neue Anfängerin. Ich darf das, okay? Ja, okay. Oh, gerade schöne FPS-Einbrüche hier gehabt. Oh, es geht jetzt ab hier. Ich habe voll die FPS-Einbrüche gerade. Oh, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, stimmt. Das Heulen war gerade echt total abgehackt. Soll ich jetzt noch was essen oder lieber nicht? Apfel kannst du essen. Ich hab keinen Apfel. Warte, ich hab einen Apfel. Ich fütter dich, okay? Ja, fütter mich. Okay, fütter du sie. Fütter mich. Sie hat ja auch schon Trinken reingeschoben. Ja. Sie hat eine Dose in die Dose geschoben. Halt gerne gegenseitig. Ups, falsches. Ja, ihr schiebt euch gerne gegenseitig irgendwas rein. Ist okay. So, geht besser oder gut noch weiter. Ne, sick bin ich immer noch, ne? Also, ich könnte jetzt bleibst noch. Bleibst du auch so lange, bis wir dir Antibiotika besorgen? Und jedes ich meine, ich habe Vitamine dabei. Jedes Mal, wenn du am Kotzen bist, dann verlierst du 500 Punkte an Essen, 600 Punkte an Energie, das Minimum ist dann 100, und du verlierst 1000 Trinken, deswegen musst du am meisten eigentlich trinken. Ja, mehr Trinken habe ich nicht, ich habe jetzt zwei Dosen verschwendet. Ja, ganz toll. Ja, würde ich sagen, so schnell weiter, ne? Ja, auf jeden Fall ganz schnell nach... in die nächste Stadt halt. Oh Mann, warum geht denn immer hier mein Team Overlay auf? Das Problem habe ich aber auch öfter. Ja, das kenne ich auch.
Jetzt hab ich schon wieder Lag. Wenn man so schön am Sprinten ist noch und dann Tab drücken will, ja. Aber wir sind gleich beim Schiffswrack hier rechts. Das heißt, die nächste Stadt müsste Dingenskirchen sein. Ja, Dingenskirchen kenne ich auch. Ich komme nicht auf den Namen. War das ein Elektro? Nein. Elektro, da bin ich ja quasi angefangen. Ne, ich bin in Tscherno angefangen und hab dann euch gefunden in Zoldinschnee wieder. Boah. Von da bin ich übrigens mit dem Sedan-Wheel gelaufen. Toll. Ja, den du jetzt immer noch in der Hand hast. Den ich jetzt immer noch in der Hand habe, ja. Ja, da wollen wir aber nicht hin. Dann liegt das Schiffswrack ja Atemar. Wir müssen an die neue schon vorbei sein. Die neue sind wir vorbei, ja. Ja, da war doch ein Brunnen. Jetzt ist zu spät. In der nächsten Stadt sind auch wieder ein Brunnen. Ja, das war aber vorhin schon das Thema oder das Gespräch, dass wir Durst haben und eigentlich den Brunnen schaffen. Was, wer wurde umgebracht? Hier habe ich dich umgebracht. Ja, hier hast du mich umgebracht. Im Livestream. Einfach so. Steht vor mir, rammt mir einen Schraubendreher ins Gehirn. Du hast mir den Schraubendreher gehauen. Ja, und du hast mir eine Faust ins Gesicht gehauen und dann war ich tot. Na super. Mhm. Ein schönes Ende eines Livestreams. Weil wir haben uns 2 Stunden gesucht vorher. Ja, ich habe eine Bärenfalle auf dem Schiff gelegt und bin selber reingelaufen. Mhm. Könnt alles bei mir auf dem Kanal sehen. Im Best-of. Das war, glaube ich, auch das letzte. Das war das letzte Stream. Ja. Das war das letzte Daisy-Video bei mir. Bis hierhin. Das geht jetzt stark aber auf Folge 80 zu. Juhu! Ihr seid beiden davon, ihr müsstet mal aufpassen. Fahrzeug wird dadurch jetzt langsamer. Ne? Die slidet bei mir eh auf über den Boden. Ja, nee, das bist du. Nee, sie. Sie slidet bei mir. Was denn jetzt? Ist ja egal. Irgendjemand slidet. Nee. Dass ihr daran denkt, dass wir nicht weggegangen. Machen wir nicht. Du brauchst doch nicht gleich weinen. Ja doch, weil ich hab mich übergeben. Ich hasse das. Aber du blockierst ganz schön den Weg, so langsam wie du bist. Mann, du kannst sie ja anschieben hier. Wir können auch. Wo ist, also ich meine, wir können nicht direkt normal gehen, dann kommst du vielleicht hinterher, ne? Ja, aber merkst du oder siehst du das? Ja, normal ist sie zu schnell wieder. Auch jetzt viel länger da. Okay. Oder sind deine genauso lang da? I don't know. Sind denn nur ihre? Siehst du es nicht auf dem Boden? Ah doch, ja. Jetzt. Du hinterlässt Fußabdrücke. Fußabdrücke? Fußabdrücke. Ja. Okay, kann sein. Ich habe einen Reifen vor Schnauze, ich sehe das nicht so. Ich habe den runtergenommen. Dann siehst du den Reifen eigentlich nicht. Ja, wenn ich runtergucke schon und so und egal. Ja, dann gehst du in Third Person. Aber hier sind wieder Autos. Ach ja, ich kann in Third Person gehen, stimmt. Ich sehe auch Ralf hier. Hier liegt irgendwas. Oder? Ja, eine Mütze. Oder drin ist ein Rucksack. Nothing. Hier liegt nur eine Bierdose. Nothing compared. Was? Eine Bierdose? Leere? Ja, die ist leer leider. Nimm mal mit, Pfand. Nimm mal mit, klar. Also. Pfandsammler-LP. Ja, du wärst sogar derjenige, der versuchen würde, einen anderen Spieler hier anzudrehen, ne? Ja, klar. Hey, hier, ich hab... Hey, friendly, wir haben Pfand, wir haben Pfand. What? Okay. It's a special art of a Dose. Ich hyperventiliere. Oh. Ja, bei ihr ist es auch eher ein Schwarz-Weiß-Spiel. Welche Farbe hat das Fick denn bei dir? dunkel-orange? Das ist fast schon wo braun. Wo geht die Straße da denn hoch? Solange nicht da, wo wir hinwollen. Okay. Dunkel-braun ist. Ja, aber das Hyperventilieren ist rot. Richtig rot. Ja, dann nicht da dran, weil... Wie kann ich denn das? Achso, ja, das ist bei mir auch richtig rot. Wie gesagt, ja, ich muss jetzt noch mehr trinken. Ja, ich hab ja nichts. Ja, dann laufen wir ja hin. Ich weiß zwar nicht, warum wir am äußersten. Also, Punkt wir laufen, aber sie slidet. Dann haben wir da gleich 6 Brunnen, die wir benutzen können. Mir reicht erstmal einer.
Ja, aber da wo wir gerade hin. Komm mit, mein Kind. Kaufen 6 Stück auf, nebeneinander. Wir müssen nämlich jetzt gleich am anderen Punkt von Berenzino sein. Das Anschieben bringt gar nichts, ne? Nein, Berenzino nicht. Viel weiter. Viel, viel weiter. Also die Straße, die aus Berenzino rausführt, hier oben überhaupt. Ja. Hier. Was ist denn das für ein Ort? Ich vergesse den Namen. Novo ist es nicht. Ich kann gerade nicht hingucken. Also kann ich schon, aber dann müsste ich die Karte runterziehen. Das geht gar nicht. Novo ist ja gesagt, das ist nicht. Und da vorne müsste die Stadt ja gleich schon kommen. Obwohl, die Stadt ist weiter weg jetzt mittlerweile, glaube ich. Ah, dieses Geheule, Mann! Wir hätten kein Menschenfleisch essen wollen. Das liegt einfach daran, weil wir Teddy gegessen haben. Ja. Ja, aber Teddy der ist doch wieder halt, da. Der war halt so unappetitlich. Ja, das liegt immer noch im Magen und wird verdaut, deswegen der Tritt zu. Ach, deswegen kriegen wir die ganze Zeit Schaden, weil du hier Gase verteilst, ey. Wie du hier einfach die ganze Zeit am Sliden bist, das ist so geil. Und dein Puls ist noch strong, also. Sliding Man! Genau, beobachte mich lieber. Genau. Achte nicht darauf, wie sie hier durch die Gegend slidet, sondern beobachte, wie sie. Warum bleibst du jetzt stehen? Damit ich sie beobachten kann. Du kannst sie beim Laufen nicht. Ich laufe ja. Wenn ihr mir sagt, wie ich in Fizz Aid Kit reingucken kann, ohne es auf den Boden zu schmeißen, könnte ich mal kurz nachgucken, was da noch drin ist. Ja, Rechtsklick, Inspect. Ah ne, Quatsch. Das ist ja. Quatsch. Was? Ja, das ist Quatsch, geht ich weiß. Halt, geht halt nur, wenn du es in die Hand nimmst oder auf den Boden. Indie Game. Okay. Renn mal weiter, ich hole eh auf. Was ist denn so ein Buchlein? Warum hast du da Munition drin? 9mm Munition hat sie da drin. Hast du ihr vorhin gegeben? Ja gut, also zum schlimmsten Fall müssten wir eigentlich nur noch ein... Ja, ist das. Dieses komische Teil, was man auf dem Bloodbag macht, damit man Blut abzapfen kann. IV Starter Kit ist das? Kann sein. Ich glaube. Wieso heißt das, glaube ich, ja. Und das müssen wir höchstens finden. Weil wir wissen ja, zum Glück hat für sie die gleiche Blutgruppe wie. Ich habe auch noch einen First Aid ja. Kit drin, ne? Hast du denn deinen Leim drin? Dann könnten wir den Blut abzapfen, damit du halt wieder Blut bekommst, weil du verlierst halt auch. Ja, wie gesagt, sie wird ja wahrscheinlich auch jetzt immer dunkler, also schwarz-weißer. Da vorne fängt übrigens die Stadt an. Ja, das ist gut. Ja, was jetzt wahrscheinlich semi-gut ist, dass wir hier über die Straße kommen. Egal. Ja, Wimmel von Zombies und vielleicht Spieler. Das größte Problem ist dann sowieso, dass sie wahrscheinlich, wenn dort kein Spieler ist, sowieso tot umfällt, wenn wir uns darum nicht kümmern. Und dann, Ja, klar. Bandage. Das sind IV Starter Kit drin, ja. Oh Leute, ich komm auch. Soll ich mal in die Hand nehmen? Das ist die ganz schön dunkel wert hier. Ja, will sonst jemand anderes das mitnehmen, bevor ich umkippe? Ich kann das aber nicht anwenden auf ihr. Ich tu die Spritze da rein, ne? Zusammencraften. Ja, was denn zusammencraften, genau? Das Bloodbag mit dem Starterkit rausgenommen. Hä, wie geht denn das? Ich kann da nicht aufeinander ziehen. Warte mal. Ne, Swap kann ich nur, mehr nicht. Man braucht da irgendwas anderes für. Salinenbeck oder wie das heißt. Nimm das Ding einfach mit und wir laufen zum Krankenhaus. Ich hab leider wird langsam Platz echt mehr. Ein bisschen gefährlich hier vielleicht mitten auf der Straße. Du hattest das doch, oder nicht? Wer hat denn das? Also dann nimm du das mit. Gut. Einfach aufheben und wir gehen hier rein. Ja. Was war das? Sind da Zombies in der Stadt? Achso, ja. Könnte eventuell sein, ja. Ach, ja, definitiv. Ich habe keine Erfahrung mit den Zombies, außer dass sie mich schon mal geschlagen haben. Ja, ja. Hier ist ein Ortsausgangsschild. Aha. Ist das aber rechts das Krankenhaus? Nee, ne? Nee, nee. Ach nee, das große Haus. Nicht so schnell. Ich nee, das ist nur ein Wohnhaus. Oh, ich werde immer langsamer. Ich hab auch. Ich glaube, hier war Black. Schon jemand, da liegen Schuhe auf der Straße. Ja, klar war hier jemand. Das ist eine relativ hochfrequentierte Stadt eigentlich. Ich werde immer langsamer. Ja, es liegt aber auch in den FPS. Ich sitze jetzt gerade an den Lags, ich habe dauerhaft Schmerzen zwischendurch. Zombies? Ich habe Zombies gehört. Ja, höre ich auch gerade. Ich komme nicht voran. Ja, ich komme auch nicht so super voran, muss ich gerade sagen.
Ist hier rechts das Krankenhaus? Nee, Krankenhaus ist ein großes Gebäude mit einer kleinen Anhöhe auf dem Dach nochmal. Hier ist doch rechts hier. Nein, das ist, oder? Rechts von euch. Doch, das... Nee, ist das Krankenhaus oder nur Wohnhaus? Doch, es könnte auch Krankenhaus schon sein. Doch, ist Krankenhaus eigentlich. Müssen wir hier irgendwo runter, ne? Ja, ich bin doch schon. Hallo? Durch die Mauer. Aber ich hab hier zwischendurch solche Schwanzbilder, hier, hallo. Ne? Warte mal, hallo? Du gehst hier einfach über die Treppe. Hä? Wo seid denn ihr? Ja, ich... Ja. Wo ist denn der Eingang? Hier. Bei mir. Schon wieder ein Standbild. Was ist denn hier falsch? Mhm, ich seh's gerade. Tür zu. Oh, ich dachte, da hinten warte mal, ist jemand zu. Das ist ein Wohnhaus, das ist kein. Ja, ich seh's auch. Das ist Krankenhaus. Ist das Krankenhaus? Ich hab die Tür ja. Krankenhäuser zugemacht, haben doch eigentlich die Scheiben vorne, oder nicht? Wie sie bist du drin? Oder ist das. Nee, es ist eigentlich ein Krankenhaus. Jetzt bin ich drin. Warte, ich gucke. Das ist Krankenhaus. Ja? Ja. Wohnhäuser sind anders aufgebaut. Ich hab die Tür zugemacht, ne? Aber hier sind alle Türen offen. Wow. Das schreckt mich doch nicht so. Das war nicht meine Absicht. Jetzt hast du mich erschrocken. Ey, wird viel dargestellt. Wie kommt das so um die Ecke geslidet? Wie geil. Hauen wir mal kurz ein bisschen runter. Ich bin Hyper was? Hyperthermik oder so? Hyperthermik, ja. Wie gesagt, das ist nicht schlimm. Du musst nur viel trinken. Ah, die Türen hier gehen nicht auf, okay. Bloß nichts zu trinken hier. Hier gehen keine Türen auf. Hier gehen nicht alle Türen auf. Ja, deswegen sag ich's ja, die hinterher rennen. Die meisten Sachen, die du findest, die liegen hier halt auf dem Boden. Oder die nicht dann. Ich geh mal aufs Dach, ne? Meinst du, da findest du was, ja? Ja, wegen Überblick und so. Die Necke ist das so ein First Aid Teil, ne? Kann ich da nicht einfach gegentreten und... Ja, ich kann ja auch mal gucken, ob hier irgendwo Spieler in der Stadt sind. Ich habe ja als einziger eine Rifle. Auch wenn das Visier sehr damaged ist. Ich mach die Tür mal wieder zu. Und ich gehe jetzt mal Lucky Lucky machen, ob ich hier draußen irgendwo was finde. Was zu trinken wäre nice. Abgesehen von dem Zombie da, warte mal. Ich lass euch mal kurz meinen Reifen da, ist das okay? Jo. Ja. Weil... Kommt man denn aufs Dach? Ich bin auf dem Dach. Um Reifen in der Hand zu schlagen, ist immer so schwer. Da hab ich doch so einen schönen Bin neugierig, lass mal hier da drin die Reifen, ne? Ja, einer sollte bei den Reifen bleiben. Ja, ich stehe hier. Okay. Ja, ich habe den Reifen jetzt unten reingelegt, aber wenn wir einen verlieren, ist das ja wohl nicht so schlimm, oder? Ne, bei einem nicht. Aber zwei wäre schon nicht so schön. Das ist mir klar. Ja, du denkst aber daran, dass man von außen auch das auf das Dach oben kommt. Ja, da ist ein Zombie. Ja, den hab ich schon gesehen. Nee, ich schieße nicht, das ist das Visier, was buggt. Fuck, jetzt habe ich geschossen, ja. Habe ich nicht gehört. Fuck. Du hast gerade geschossen, hast du gesagt, ne? Jetzt ja. Ich habe schon dreimal geschossen. Ja, das ist der Vorteil von der Sporter, die ist nicht so laut. Jetzt ist mit einer Shotgun geschossen, da wäre ein bisschen lauter. Zombie getroffen. Er ist angetriggert auf irgendwas. Er kommt hierher. Blöde, wenn du auf mich schießen würdest, dann würde ich auch zu dir rennen. Ach so. Ich hab wieder ein Standbild. Jetzt. Wenn den Schuss andere Spieler gehört hätten, dann wären die jetzt schon irgendwo hin gelaufen wahrscheinlich. Die Spieler, die hier auf dem Server wahrscheinlich gerade sind, sind sowieso oben am... Ja. Nein! So, was? Was? Oh, wir haben vergessen, die Tür zuzumachen. Ich bin tot. Nein! Ich bin umgefallen. Sie ist bewusstlos, schnell! Fuck! Da ist direkt unten bei mir. Kann ich helfen? Wenn ich jetzt runtergehe, dann bin ich tot. Ich sehe dann nichts. Aber jetzt... Schon wieder zurück. Hau ihn doch! Verdammt, ich bin wieder umgefallen. Aber der Zombie ist tot. Mach die Tür also, mal in ich denke mal, dass er tot ist. Noch die Treppe da hochläuft, ne? Bist du tot? Nein, bewusstlos. Okay.
Okay. Wie sind die Zombie zu euch da hochgekommen? Die Tür hier ist doch zu. Nee, unten sind drei Türen offen. Ich habe zwei zugemacht. Ich habe auch meine zugemacht, aus der ich gekommen bin. Und die beiden Seitentüren sind zu. Ich habe eine Spritze bei mir drin, ne? Mit dem Epipen kannst du sie wieder aufwecken. Ja, haben wir. Gut. Geh mal ganz kurz hier und guck mal. Wo seid ihr denn? Seid ihr ganz oben oder was? Mhm. Ja. Ich krieg die nicht in die Hand gezogen. Gott, Schatzi, erschreck mich nicht so. Was kriegst du nicht in die Hand? Jetzt habe ich sie in der Hand. Inject myself, nein. Warum hast du... Inject player. Ich hoffe, wir holen dich jetzt auch damit wieder. Ich hab's auch. I successfully injected Katsumila. Ja, sehe ich. Ich hab so noch einen davon. Ja, hau du mal rein. Wir hauen jetzt so lange rein, bis sie tot ist. Weil sie durchlöchert ist und nur noch Blut verliert. Hast du die Auswahl auch? Compress? Ja. Mach ich gerade. Wie gut, dass ich liegen bleibe und ich genau aufstehe, so wie bei der Natur. Toll! Leute, ihr steht doch voll im Weg. Ja, dann sollte es vielleicht nur einer machen. Okay, das mit dem Schießen auf den Zombie war scheiß Idee. Entschuldigung. Aber sie hat ihr Messer fallen lassen. Nee, hat sie nicht. Aber sie hat auf jeden Fall noch... Oder ich bin gestorben. You're dead, ja. Sie ist tot, toll. Dann hatte Evipen sie gerade umgebracht, kann das sein? Kann sein. Es war kurz alles schwarz und dann stand da, you're dead. Fuck. Ja, Leute, ne? Ja, das ging schnell. Das ging schon mal gründlich daneben mit dem Comeback von Daisy. Da waren es nur drei. Ich bin auch bald weg, ne? Ich bin schon knallrot. Könnt bei meine beiden. Sachen nehmen? Ja, ich gucke gerade, was sich lohnen würde. Ich hab's kommen mit runter. Das ja, das Messer, klar, die Machete, aber ich hab ja selber ein Messer, ich hab ein Hunting Knife. Komm mit runter. Die Bandagen auf jeden Fall. Nimm eine Waffe mit, wenn das in Ordnung ist. Die ist damaged. Ja, nimm die Waffe mit. Ja, in dem Kit. Aber, oh Mann. Und wie? Ja, dann komm. Nee, nimm die Beine in die Hand. Wo du jetzt hier gleich auch noch tot umfällst. Einmal raus. Und die Tür hinter uns zu? Nein, links. Ja, ich kann ihre Sachen nicht nehmen. Warte mal, ich muss greifen vielleicht. Ich hab hier nämlich gerade irgendwo einen Brunnen gesehen. Bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Weiß jetzt aber nicht mehr, wo er war. Genau. Ich kann ihre Sachen nicht mitnehmen, warum? Wo war der Brunnen? Hier. Receiving. Irgendwie habe ich Probleme mit der Verbindung. Hast du mich, während ich trinke? So wie es aussieht. Yeah. Jack Pulse. Unknown entity has no pulse and is warm to touch. Oh. Irgendwie funktioniert ja bei mir gerade... Okay, das eigene... Ja, ich kann dich immer noch füttern, weißt du? Ergibt voll den Sinn. Ja, sie also wird ja auch zum Zombie, ne? Das konnte ich jetzt mitnehmen, okay. Toll. Deine Sardinen sind schon mal kaputt. Kann keiner mehr essen. Deine Cola ist aber pristine. Denk dran, Schatzi, dass du nur so viel trinkst. Ja, ich will die nicht inspekten, toll. Ich trinke nur so viel, bis mein Durst weg ist. Ja, mein hier. Also, dass du jetzt nicht kotzen musst oder so. Ja, bringt nicht viel alles, was du hier hast, leider. Ist nicht so der beste Looter. Ich kann gleich auch noch ein paar Sachen wegschmeißen und ihre Sachen... Ja, der Reifen... Ihr habt alle einen Reifen, ne? Drei Reifen hätten wir noch, ja. Also dein Reifen ist hier oben, okay. Okay, ich hab Scheiße. Schon getrunken. Wo bist denn du? Nee, warte mal. Du musst jetzt mich bewachen. Ich glaub, da wo wir eben waren. Ja, sie ist nicht weit weg von uns. Sie muss einfach nur am Wasser weiterlaufen. Da müssen wir in der Stadt uns jetzt ein bisschen aufhalten. Ist ja egal, wir können hier ein bisschen looten gehen. Wir können das ja wieder an einem Punkt sammeln. Weißt du, wo wir da waren? Das ist wisst ihr, wo sie ist? Sie ist ein Balota. Im Balota? Ja, du bist noch vor Tscherno. Ich würde mich lieber umbringen. Ich würde mich auch umbringen. Entschuldigung, den Weg bist du nicht gelaufen. Okay, komm Schatz, wir können. Du weißt, wie lange ich von Tscherno nach Solnitschny gebraucht habe. Das wäre jetzt doppelt so lang. Na, dann bringe ich mich jetzt nochmal um. Lauf wieder rein. Ciao, Leute. Da
Ist schon mal... Er ist da rausgelaufen. Das bin ich. Du musst irgendwo runterspringen. Nee, du musst dich jetzt selbst irgendwie töten. Ja. Erst musst du runterspringen, dass sie sich die Knochen gebrochen hat und dann kannst du respawnen. Nee, respawn geht nicht, wenn du so kurz vorher gestorben bist, leider. Weil du halt kurz vorher gespawnt bist erst. Hab ich doch letztens auch geschafft, wo ich bei dem Schiff gespawnt bin. Dann bist du aber runtergesprungen und gestorben. Nee, ich war dann auch. Alter, du wärst einfach... Ach so. Vielleicht finde ich ja einen Zombie oder so. Wieso ist denn die Tür jetzt? Sobald du die Beine gebrochen hast, kannst du respawnen. Obwohl im Banota sind keine Zombies, ne? Da gibt es auch Zombies. Aber das ist auch ein kleines Airfield. Also ja, ich wollte gerade sagen, die Spieler sind da eher das Gefährliche. Du kannst da ja mal gucken, ob du da ein bisschen was findest, weil da wird kaum einer sein, weil die auf Nordwest Airfield sind. Ja, ich bin jetzt gerade beim Airfield hier. Jemand von euch Hunger? Nein. Ja, ich. Schatz, hast du Hunger? Aber hey, ich hab noch Äpfel mit. Ja, du hast wenigstens wieder Farbe, das stimmt. Das ist das einzig Positive daran. Wo seid ihr eigentlich? Im Krankenhaus noch? Ja, wir gucken gerade, was wir vielleicht von ihr mitnehmen können, aber... Achso. Schneidet den scheiß Fischhaken weg. Blob kann auch weg. Außerdem müssen wir noch die... Aber wenn jemand eine richtig gute Rifle hat, ne, könnte der uns von diesem scheiß Strommaster so wegsnipen. Ja, aber was hat er davon? Nichts. Ja, es ist schon also richtig, ich aber manche... Spaß, wenn ich jemanden wegsnipern könnte. Ich auch, das ist das Problem. Es gibt solche Spieler, die einfach sich freuen, der ist tot. Weil ich mach dem sein Spiel kaputt, oder keine Ahnung. Ich weiß auch, wir werden ja auch gejagt. Oder ihr. Ich gehe davon aus, dass sie hoffen, dass sie uns über den Weg laufen. Kannst du nicht versichern, aber ich komme jetzt übrigens hoch, ne? Nicht wundern. Ja. Guck mal nach. Deine Machete kann ich zum Beispiel mal mitnehmen. Ja, darum ging's ja. Ich kann nichts mehr aufnehmen, also... Wer hatte denn... Achso, die hast du rausgeschmissen, die Munition, ne? Ich hab die Sachen da rausgeschmissen, ja. Die kann ich nicht mittragen. Ja, ich hab mich nur gewundert, warum da jetzt auf einmal was liegt. Ja, euer Puls ist aber beides noch strong, also gut. Ja, mit Magazin. Ich bin nur tierisch heiß, mir ist das nicht. Ja, soll ja auch mal vorkommen, dass du heiß bist. Ja, ich hab ihren Bandana mal kurz umgekrochen. Das ist halt ein Armband. Ich könnte jetzt was sagen, nein. Aber ich glaube, ich verkneif's mir. Ja, bitte verkneif's dir. Muss ja brav und lieb rüberkommen, ne? Ja, rüberkommen zumindest. Aber ihr könnt diese Cola auch nicht mitnehmen, ne? Oder so. Die Cola? Da ist eine Cola im Inventar bei mir. Bei mir ist da keine Cola drin. Aha! Das klärt das Problem. Eine Canned Sardine ist da noch drin. Die kann ich mitnehmen, aber das... Das First Aid Kit kann ich nicht auch. Hier, nimm doch die Vitamin... Hä, hey, ich hab mehr Vitamintabletten bei mir. Das sind meine Vitamintabletten, die hier drin sind. Obwohl, nimm das... Ja, jetzt habe ich das... ja, ich hab's gerade rausgezogen. Aber die, das können wir eigentlich hier lassen. Das Einzige, was man davon... Guckt mal eure Schuhe an. Guckt die Schuhe von euch mal an. Wenn die Schuhe nicht pristine sind, dann nehmt ihre mit. Meine sind pristine. Das First Aid Kit ist komplett kaputt. Ah, scheiße. Ja, jetzt haben wir wohl einiges mitgenommen noch. Die Sachen sind alle damaged. Das ist, dann kannst du die eigentlich liegen lassen. Ja, dann ist okay. Jetzt geht hier übrigens gerade voll Gewitter los. Benutzt die nicht, pristine. Glaube ich. Dann kannst du vergiftet werden. Jetzt ist die Leiche weg. Ja, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen was zerschnitten von ihr. Wir haben jetzt hier zweimal... Human Fleisch. Wir essen jetzt aber nicht nochmal Menschenfleisch, Leute. Du bist schon am Heulen. Ja, ist so. Vielleicht wird es nach ungefähr 15 Tagen oder so in-game auf. Also sagen wir mal so, die wichtigen Sachen haben wir dabei. Ja. Was wir jetzt noch finden könnten, wäre ein Burlap-Sack, falls keiner von euch einhat. Weil ich bin gerade durstig. Ihr müsst mir gleich mal zeigen, wo der Brunnen war. Ja, das ist nicht weit. Ja, das ist gut. Ich guck mich hier gerade mal um, ne, ob was noch hier liegt. Ja, ist gut, hör auf zu heulen. So, dann komme ich jetzt auch mal wieder mit runter. Geh mal noch zum Brunnen. Im Brunnen machen wir uns dann auf den Weg. Das ist einziger Vorteil, ne? Wir müssen hier in der Stadt erstmal bleiben, damit sie hinterherkommt. Ja, nee. Obwohl, eigentlich... Vielleicht kommt sie ja in der nächsten Stadt, dann könnten wir... Ja, wäre cool. Müssten wir ihr ein Stück Fleisch mitnehmen, ne? Ich habe Fleisch mitgenommen von ihr. Okay.
Es waren nur zwei, die rauskamen bei ihr. Hat jeder seinen Reifen mit, damit wir jetzt Platz frei haben? Oh, ich hab meinen Reifen vergessen. Ich wollte gerade sagen. Hier oben liegt noch einer. Hier unten liegt auch noch einer, das wird wahrscheinlich deiner eigentlich sein. Die Bones mitgenommen. Ah ne, ich hab viermal Fleisch von ihr. Ich muss irgendwas rausschmeißen. Achtet aber darauf, raus. Ein Reifen war schon angedamaged, dass ihr, wenn möglich, die besseren mitnimmt, ne? Das sind Schuhe. Warte mal, ich muss jetzt hier ein bisschen hin und her schieben. So. Zur Not schmeiß ruhig das Fleisch weg. Ja, ich habe zwei Fleisch weggeschmissen. So. Können wir weiter? Ich weiß nicht, wo Atromix jetzt ist. Oben wahrscheinlich noch, ne? Ja, ich bin noch oben. Okay. Dann ist gut. Ich zeig dir, wo der Brunnen ist. Wir trinken uns beim Brunnen. Okay. Okay, dann ab zum Brunnen. Da müsst ihr aber ein bisschen aufpassen, ne? Ja, einer muss covern am besten. Ah, ich sehe den Brunnen auch schon. Oh, der ist ja voll offen. Ja, das ist gefährlich hier. Reifen weg. Ich bin hydrated, healthy, energized und overheating. Das ist aber schön. Ich muss mich gleich auch nochmal safen. Ich muss nochmal trinken, ne? Ja, ist okay. Ich versuch's gleich mal. Das ist super, wenn wir langsam mal Sachen finden, die... nützlich sind, ja. Nee, vielleicht finden wir aber auch noch ein Auto. Fertig? Jetzt sind wir ein Reifen in der Hand. Ach, hier hast du das Fleisch. Warte. Ne? Ja. Die nützlich sind und die wir vor allem mit Wasser füllen könnten. Ich habe eine Flasche Wasser. Warum trinkt der denn jetzt immer noch? Die macht die Animation immer ein bisschen länger. So, Reifen raus. Reifen raus. Ich hab da links irgendwas gehört. Ich komme hier gerade von euch, zu euch. Nicht erschrecken. Gut. Ich hab dich schon am Fall Bogen erkannt. Ich kann den Reifen nicht aus dem Inventar rausziehen. Denke mal, du bist fertig? Ab? Ja, ich bin fertig, aber ich kann dich nicht covern. Weil ich meinen Reifen nicht rauskriege. Ich komm. Hast du ihn... Hä, den hast du da zum Trinken gerade auch rausgezogen. Ja, aber jetzt geht's gerade nicht mehr. Du hältst ihn bei mir auch komisch in der Hand. Ja, bei mir auch. Ich bin schon fertig. Bei mir hält er den in einer Hand fest. Gut, wo wollen wir uns denn jetzt hin? Ich habe Angst, dass ich jetzt gleich irgendwie meinen Reifen verliere, wenn ich weiterlaufe. Ja, wäre ja nicht so schlimm. Oben liegt noch einer und ja. Zur Not, wenn wir jetzt ein, zwei Reifen verlieren, mein Gott, die finden wir wieder. Ja, das stimmt schon. Aber wir müssen erstmal das Auto finden. Und ich würde sagen, da machen wir uns in der nächsten Folge auf die Suche. Die hoffentlich übermorgen kommt, wenn alles klappt. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr uns die Daumen drückt, dann drückt doch einen Daumen nach oben. Hey, Zombie! Oh fuck, hier oben auf dem Platz ist ein Zombie. Irgendwo. Direkt an der Statue ist ein Zombie. Und wie das ausgeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, euer Teddygan und ciao.